So, Hallihallöchen, Hans-Peter hier. Ich habe mich kurz da hinten am Wasserfass geheilt und alles Fleisch gebraten. Du bist zurückgekommen. Ja, und ich habe Neuigkeiten. Das ist großartig. Was hast du gesehen? Die Menschen auf dieser Insel haben scheinbar ihre eigenen seltsamen Gesetze. Auf der Insel leben Menschen, doch die Situation ist etwas angespannt. Das ist trotzdem eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass ich dieses schreckliche Haus wieder verlassen kann. Danke, dass du zurückgekommen bist, um es mir zu sagen. Bevor ich es vergesse, ich habe diesen Trank gefunden. Hier, du kannst ihn bestimmt besser gebrauchen als ich. Dann will ich jetzt nur hoffen, dass ich bei irgendjemandem Zuflucht finden kann. Oh, das hat sich gelohnt. Großer Heiltrank. Man wird sich um dich kümmern. Dafür habe ich gesorgt. Ja, das ist gut. Dann bleibe ich so lange hier, bis jemand kommt und mich hier rausbringt. Danke. Vielen Dank. Du bist ein guter Mensch. Pass gut auf dich auf. Wäre schade drum, wenn es dich doch noch erwischt. Das waren sehr nette Worte. Also 50 Erfahrungspunkte und ein großer Heiltrank. Hat sich doch gelohnt, da nochmal Bescheid zu geben. Es wird langsam Abend. Ja, ja. Und es gefällt mir nicht, in der Nacht rumzulaufen. Da sieht man so wenig. Braucht man vielleicht doch eine von den 6 Fackeln? Ja, eher nicht. Und dann muss man den ganzen Weg erstmal zurückdaddeln. Ich habe mir auch kurz noch den Erfolg Freischwimmer geholt. Also da 10-mal vom Gezeitenwurm erwischt werden. Ja, war sehr spannend. Also 10-mal ins Wasser laufen und dann hat sich das auch gehabt. Kein besonders großer Erfolg. So, euch Viecher lassen wir mal in Ruhe, oder? Wir haben ein Schwert. Kriegen wir die? Nee, komm, die lassen wir in Ruhe. Gab's hier ein Bett? Nee. Ach, verdammt, das Bett gab's unten bei Sarah. Mist. Ja gut, dann laufen wir halt doch in der Dunkelheit rum. Sieht man aber die sammelbaren Sachen so schlecht. Oh, die Sonnenstrahlen sind schön. Oh, wie die hier durch die Blätter gehen. Also, das Spiel ist von 2009 und es hat trotzdem, also vergleichsmäßig, echt eine geile Grafik noch. So, wo haben wir denn Neil? Der war, glaub, dahin. Ja, da steht er ja schon. Neil! Kann sein, dass du ein paar Stunden gewartet hast, aber ich guck erstmal hier noch lang. Oh, donnert's jetzt. Weil hier hat's eine Stachelratte, eine ausgewachsene. Das gefällt mir nicht. Oh! 2! Moment, Moment. So, Box einmal. Nee, du nicht. Du nicht, du nicht. Neil? Oh, voll daneben. Oh! Lass mal einmal kurz die Deckung fallen. Oh, Drecksviecher. Gut. Hat sich nicht gelohnt. Ich dachte, es wären ehrlich gesagt nur junge Stachelratten hier drüben. Also müssen wir aufpassen. Ne? Hungrige Teile einfach, nicht hungrige Teile schwer. Das liegt daran, weil die Ausgehungerten einfach keine Kraft mehr haben. So, ist der Wolf ausgehungert? Ich denke nicht. Ja, nein. Nein. Der ist... Nee. Neil! 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 Ah, das müssen wir ausnutzen, solange wir noch einen Begleiter haben. Neil! Komm, mach mal. So, hau den mal tot. Ja, komm, wir nehmen ihn in die Zange. So, jetzt greif an. So. Eins, zwei, zack. Schön, komm jetzt mit, Neil. Braucht die vielleicht noch hier auf dem Friedhof. Oh, Skelett. Nee, 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 nee. Komm, wir gehen weiter. Für mich. Die weiß ich, die sind noch zu schwer. Oh, also wäre das jetzt ein Blind Let's Play gewesen. Ich wäre, glaube ich, ziemlich oft aufgeschmissen. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung, ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück. Viel Glück, wir sehen uns. Mhm. Gut, danke. Oh, jetzt regnet es. Oh, Stachelratte, ich sehe schon, da hinten wackelt's. Du bist hungrig, oder? Nein, bist du nicht, verdammt. Au.
Ja, komm, sprint mich an, komm. Ah, es sind zwei. Neil! Warte, Neil! Jetzt deine... Neil, Mann, hilf mir! Oh. Hör mal auf, mich anzurammen hier. Oh. Danke, Neil. Essen wir mal ein bisschen Fleisch noch. Und noch eine Hähnchenkeule. Lecker. So, die zweite packen wir allein. War das die angeschwächte? Ich hoffe. Nein, schade. Oh! Immer dann der... Wie war das mit ich pack die? Ich pack die nicht, oder? Na, es wird ein harter Kampf. Komm her. Oh! Nein! Trink. So, jetzt. Aua! Oh, die machen... Verdammt! Du bist nur eine starre Ratte, hör mal auf, so viel Schaden zu machen! Oh. Okay, das Spiel wird echt hart. Also wir spielen auf Schwierigkeitsgrad normal, wer es noch nicht weiß. Und ich finde, ohne Begleiter ist es doch, manchmal. Manchmal noch blöd. So, was haben wir denn hier alles Feines? Wir stapfen durch den Sumpf ohne Sachen. So, da haben wir einen Nautilus. Die geben uns eine tolle Muschelschale. Wer bist denn du? Du sitzt so depressiv hier da. Gib mir mal die Pflanze. Danke. Ja komm, wir reden mal mit dir. Enrico. Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Ganz genau. Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden. Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Natürlich. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Wer ist Hawkins? Wer soll das schon sein? Er ist mein Boss, der Anführer von uns Arbeitern. Er treibt sich im Banditenlager im Norden herum. Wäre froh, wenn er mich endlich in Ruhe lassen würde. Ja, verstehe. Was für ein Geflüster, wovon redest du da? Na hör mal, hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. Ja, was glaubst du denn, haben Banditen für einen Sinn, wenn sie nicht Graben... Ja. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich gebe mir Mühe. Ah, toller Typ, Enrico. Er macht uns schon richtig Vorfreude auf das Banditenlager. So, da haben wir Stachelratten. Bestimmt keine Hungrigen. Ich geh mal... Nö. Wir lassen euch in Ruhe. Tschüss. Ich glaube echt nicht... Doch, da eine Junge. Gegen dich haben wir eine... Aua, Chance. Ja, auch schmerzhaft. Ja, Heiltrank. Bringt nichts. Sicher ist sicher.
Schauen wir mal, was haben wir da? Oh, da wachsen noch Pilzchen und noch was. Gut, folgen wir mal dem offiziellen Weg, weil der Sumpf ist natürlich sehr gefährlich. Da treiben sich Gegner rum. So, da hockt auch schon der Nächste am Lagerfeuer. Mitten im Regen. Hey du, wo willst du hin? Ich schau mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Nett. Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinem Kämpfer nicht verscherzen. Mhm. Sag mal, was es mit den Tempeln auf sich hat. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Eklige Biester. Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal, da sieht man schon so einen Wurm im Hintergrund. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, da und im Norden gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen hier Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. Na, ein Händler. Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig. Mit Magie und so. Verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. Oh, hier haben wir ziemlich viel zu reden. Was jagst du denn? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Wurmjagen will ich nur nicht. Dafür bin ich definitiv zu schwach. Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. Was macht der Don im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Dann zeig mal, was du im Angebot hast. So. Toll ist, das Verhältnis beim Handeln ist 5 zu 1. Das heißt, wenn hier der Kiefermeißel 100 Gold kostet und wir einen verkaufen würden, würde er uns ein Fünftel dafür geben, nämlich dann 20 Gold. Also sehr schön. Holen wir mal... Oh, Geschicklichkeit plus 3. Holen wir auf jeden Fall... Bogen... Ich bin kein Fan von Bögen. Wir holen uns den Kiefermeißel. Und verkaufen mal Dolle, die ganzen Jagdmesser und Schwerter und die ganzen Teile, die wir nicht verwenden. Pfeile und Bolz behalten wir mal. So, ein kleiner Schild. Der Ring kann auch weg. Der bringt uns keine Werte. Die Milch macht. Bei Alchemie würde ich alles behalten. Magie auch. Oh, wir haben eine Schriftrolle.
So, sonstiges. Was können wir verkaufen? Eine Säge für Holz brauchen wir nicht. Hornmuschel brauchen wir auch nicht. Die Schale eines Nautilus brauchen wir eventuell. Knochen brauchen wir nicht. Perle brauchen wir nicht. Komm, 5 Fackeln. Brauchen wir auch nicht. So. Zähne und Krallen behalten wir mal. Oh, wir haben noch einen Goldbeutel. Dann holen wir noch die Flügelschere. Und theoretisch sollte das dann passen. Ja. So, 4 Gold haben wir noch. Ha, sehr schön. Wir können aber mal den Goldbeutel öffnen. Da sind noch 25 Gold drin. Hier gibt's nichts. Oh, und der Perle ist nichts. So, ist wichtig, dass wir die Gegner gut auslooten können, um wirklich mehr Sachen da rauszubekommen aus den Leichen. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, da mit dem so einen Wurm zu jagen. Das ist mir aber nicht so geheuer. Ja, ich stecke ja schon die Waffe weg. Ganz ruhig. Gehen wir mal weiter zum Tempel und zu den Banditen. Boah, ich bin nicht vom Steg fallen. Der Sumpf ist glitschig und gemein. Ricardo. Handlanger. Du hast doch bestimmt noch was vor. Okay. Die scheinen sich um unsere Anwesenheit irgendwie nicht so zu kümmern. Kraut. Ja, sprechen wir zuerst mit dem Kraut, was hier an der Seite. Na, sammeln wir erstmal das Kraut hier. Vielen Dank für den Schierling. Ist das hier so eine Art Arena? Noch mehr Kraut. Nochmal ein Lagerfeuer mit einem einzelnen Banditen. Oh, und Hühner. Ah, die töten wir doch. Ich warte nicht. Können wir hier einmal kurz... Ja, wir können die Truhe öffnen. So, was hat's denn hier? Ein großer Heiltrank, sehr wichtig, 14 Gold. So, vielen Dank, ihr Banditos. Danny, wie geht's dir? Was machst du denn hier oben? Mich verstecken. Wovor versteckst du dich? Vor der Arbeit. Aha. Nein, nein, nicht was du denkst. Ich mache gerne meinen Job. Aber an meinem Arbeitsplatz, mitten im Sumpf, an der Ausgrabungsstelle, sind so eklige Insekten. Wenn die Kämpfer die Dinger nicht endlich wegmachen, gehe ich nicht wieder zurück an die Arbeit. Das sind echt tolle Banditen. Komm, ich werde mich um die ekligen Insekten kümmern. Was denn? Du willst das machen? Überlass das doch den Kämpfern. Die sind doch dafür da, uns zu beschützen. Ja, ja. Ja, die machen doch eh nichts. Lass Danny wieder buddeln. Du bist ein Arbeiter. Ja klar, das sieht man doch, oder? Die meiste Zeit verbringe ich mit Graben. Hab mein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Werde ich auch nicht mehr. Und dann... Wer von den Kämpfern ist denn für deine Ausgrabungsstelle zuständig? Ricardo ist mir zugeteilt worden. Er war aber lange nicht mehr da. Naja, er wird bestimmt bald wieder an der Ausgrabungsstelle auftauchen. Wer weiß. Erzähl mir ein bisschen über deine Arbeit. Was denn? Über das Graben? Das kann jeder, auch du. Du schnappst dir eine Schaufel und suchst dir eine sandige Stelle an einer der Ausgrabungsstellen, die vielversprechend aussieht. Dann steckst du die Schaufel in die Erde und gräbst. Wenn man Glück hat, findet man manchmal sogar was. Probier's doch mal aus. Ja, gib uns eine Schaufel und die Fähigkeit. Ich werde mal mit Ricardo über seine Pflichten sprechen. Ja, bitte. Tu das. Ich warte so lange. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder... Moment. Also hier haben wir erstmal eine Karte. Eine grobe Karte von der Insel. Und eine Karte von den Banditen. So, das ist das Banditenlager. Sehr schön gezeichnet. Insel auch wundervoll. Wir sind gestrandet... Hier unten. Hier war das Haus bei der Kreuzung. Da ist die Hafenstadt und da die Vulkanfeste. Dann begeben wir uns mal Richtung Ricardo. Oder auch nicht. Was hat's denn hier oben noch? Nix. Gut, dann begeben wir uns doch zu Ricardo. Und wie wir mit dem Tacheles reden, oder vielleicht auch nicht, sehen wir im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Hans-Peter. Ciao.